Obwohl Lützerath mittlerweile geräumt ist, gehen die Demonstrationen weiter. Auch Klimaaktivistin Greta Thunberg sorgte erneut für Schlagzeilen und wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. Mit anderen AktivistInnen saß Thunberg in der Nähe der Abbruchkante Garzweiler. Weil die Kante gefährlich ist, ist der Aufenthalt dort verboten. Die Polizei hat Thunberg weggetragen. Nachdem ihre Personalien aufgenommen wurden, durfte sie wieder gehen. Manche werfen der Klimaaktivistin und der Polizei nun vor, dass das Wegtragen inszeniert gewesen sei. Die Polizei weist das zurück. Ja, ist dieser Kampf nur eine Inszenierung? Deutschland diskutiert darüber und wir wollen darüber auch sprechen mit den Gästen. Dina Hammet, sie ist die Sprecherin und Mitorganisatorin der Initiative Lützerath lebt. An ihrer Seite hat gekämpft Raphael Thelen von der Letzten Generation. Und bei mir auf der anderen Seite haben wir den Polizeipräsidenten Aachens, Dirk Weinsbach, der die Räumung geleitet hat. Und den Journalisten Jan Fleischhauer, der die Proteste, ich sag mal so, jetzt nicht ganz so gut findet. Schönen guten Abend in die Runde. Ich fange mal mit Ihnen an. Sie waren ja beide vor Ort, haben die Räumung live miterlebt. Wie hat sich dieser Einsatz Ihrer Meinung nach gelohnt? Oder hat sich dieser Einsatz gelohnt? Naja, wir haben Lützerath ja vor allem erstmal 2,5 Jahre lang aufgebaut als Ort der Klimagerechtigkeitsbewegung, weil eben aus dem Tagebau Garzweiler 2 noch 280 Millionen Tonnen Kohle rausgeholt werden sollen. Und das in der voranschreitenden Klimakrise. Und daher lohnt sich jeder Einsatz und auch unserer während der Räumung. Und jetzt ist es so, mir tat einfach noch tagelang nach der Räumung der Kopf weh von den Schmerzgriffen ihrer Polizisten. Und, was haben Sie abbekommen? Schmerzgriffe, also quasi, dass mein Kopf zwischen Knien von Polizisten eingeklemmt wurde. Das ist aber wirklich auch nicht das Schlimmste, was Leute in diesem wirklich unverhältnismäßigen Einsatz erlebt haben. Wir haben später uns selber darum gekümmert, aufzulisten, was Leute so erfahren haben an Polizeigewalt. Und wir sind nur in 12 Stunden von Berichte sammeln dazu gekommen, dass 145 Leute sich bei uns gemeldet haben, von denen wirklich viele Kopfverletzungen hatten. Und wenn wir über Verhältnismäßigkeit eines Einsatzes sprechen, dann glaube ich, da geht es wirklich zu weit, wenn wir darüber sprechen, dass Privateigentum von RWE geschützt wird. Okay, da sind wir jetzt direkt in der Diskussion. Was sagen Sie dazu? Stimmt das? War diese Polizeigewalt wirklich so außerordentlich hoch, wie das jetzt hier gerade beschrieben wird? Und war sie gerechtfertigt? Ja, fangen wir zunächst mal damit an. Es ging nicht darum, Privateigentum nur von RWE zu schützen, ein Grundstück zu schützen, sondern in der Situation am letzten Samstag ging es darum, immense Gefahren abzuwehren. Es war ein irrsinniger Druck auf die Zaunanlage. Es kam zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Die Teil der Besetzerinnen und Besetzer, der Demonstrantinnen und Demonstranten, hat Polizeikräfte angegriffen. Und wenn die Zaunanlage überwunden hätten, hätten sie sich schon da dramatisch verletzt. Wenn sie in die Ortslage Lützerath eingetreten wären, dort waren die Abrissarbeiten, die Rodungsarbeiten gerade unterbrochen, mittendrin, da lauerten immense Gefahren. Da waren noch Menschen unter der Erde. Das konnten wir definitiv nicht zulassen. Und deswegen, das hatten wir immer gesagt, mussten alle polizeilichen Mittel eingesetzt werden, um das Durchbrechen der Zaunanlage zu verhindern, weil das immense Gefahren heraufbeschworen hätte. Sie haben Menschen verletzt, um Menschen davon abzuhalten, sich zu verletzen. Also Sie haben Ihre Beamten angewiesen, Knüppel einzusetzen, damit Menschen sich nicht an der Zaunanlage verletzen. Ist das, was Sie gerade sagen? Nein, es war so, wir hatten mehrere Polizeireihen. An den ersten ging es noch darum, die Menschen ein deutliches Zeichen zu geben, bis hierher und nicht weiter. Da sind diese betreffenden Kolleginnen und Kollegen sind überrannt worden. Sie sind körperlich angegangen worden. Dann gab es eine zweite Reihe, da ging es genauso. Und an der Spitze waren Menschengruppen, Störergruppen, die dann unmittelbar die an der Zaunanlage positionierten Polizeikräfte angegriffen haben und versuchten, über die Zaunanlage zu kommen. Die im Rückraum Befindlichen haben das abgedeckt oder zum Teil durch entsprechenden Druck unterstützt. In dieser Situation mussten wir alle uns zur Verfügung stehenden polizeilichen Mittel einsetzen. Soweit es da zu Bildern gekommen ist und zu Situationen gekommen ist, wie Sie sie beschreiben, gegebenenfalls Einsatz Mehrzweckstock gegen den Kopf, müssen wir uns das ansehen, weil der Einsatz Mehrzweckstock gegen den Kopf, gegen die Brust oder gegen die Nieren, das soll nicht sein. Sagen Sie mal, Sie haben behauptet, Sie wollen einen möglichst transparenten Einsatz durchführen und haben dann die ganze Zeit unserem Polizeikontakt, zum Beispiel den Kontakt zu den Menschen, die sehr erfolgreich den Tunnel unter Lützerath besetzt haben, verwehrt.
Es haben mehrfach Polizeibeamte ihre Kennzeichnung abgenommen und auch ihre Nummernschilder von den Bussen abgemacht. Das nenne ich alles andere als transparent. Und dazu kommt, ne, sie sind ja nicht die Einzigen. Die Grünen, die noch vor 2 Jahren mit uns für den Erhalt der Dörfer demonstriert haben und gegen die Kohle, sind jetzt in der Regierungsverantwortung. Und plötzlich geht es darum, die Interessen von RWE zu schützen. Ich frage mich, was war das für ein Einsatz? Und wo ist das transparent, wo ist das Klimaschutz? Vielleicht einmal ganz kurz für alle, die jetzt nicht wissen, was es für Bilder gab aus dem Tunnel. Wir haben die einmal noch mal kurz zusammengefasst. Und schauen wir uns mal einmal an. Das Thema der Woche. Ganz Deutschland spricht über Lützerath. Die AktivistInnen in Lützerath geben nicht auf. Sie kampieren trotz der Kälte Tag und Nacht auf dem Gelände des Tagebaus. Versperren Zufahrtswege für RWE und Polizei. Diese traten bei der Großdemo am Samstag mit 3.700 Einsatzkräften, den 15.000 bzw. nach den Aussagen der AktivistInnen 35.000 DemonstrantInnen entgegen. Dabei blieben beide Parteien nicht unverletzt. Die genaue Anzahl der Verletzten ist laut Polizeibehörden kritisch zu hinterfragen. 102 verletzte BeamtInnen wurden kommuniziert, darunter aber etliche Verletzungen ohne Fremdeinwirkung. Pinky und Brain kämpfen mit den anderen KlimaaktivistInnen weiter für ihr Ziel. Es geht eigentlich darum, die Räumung so lange hinauszuzögern, dass es noch die Möglichkeit gibt, dass Leute oben irgendwie viele Leute mobilisieren können, das Ganze groß irgendwie skandalisieren können, sodass vielleicht diese Räumung noch gestoppt werden kann. Diese beiden Aktivisten der Bewegung Lützi lebt verschanzen sich bis vor 2 Tagen 4 Nächte lang in einem Tunnel unter der Erde. Eine lebensgefährliche Situation. Das Sinnvolle daran ist halt, dass es viel schwieriger ist, einen Tunnel zu räumen als jetzt ein Baumhaus. Das soll aber nicht das Ende der Proteste sein. Es sind weitere Aktionen in und um Lützerath geplant. Also geht der Protest da zu weit? In dem Moment, wo sich auch Menschen auf eurer Seite in Lebensgefahr begeben? Naja, die Tatsache ist doch, dass viele, viele Menschen jetzt schon in Lebensgefahr sind, wegen der Klimakipppunkte, auf die wir zurasen, wegen der Klimakrise, in der wir uns befinden. Und die wird angefeuert von genau der Kohle, die wir versucht haben, in Lützerath zu schützen und die wir immer noch im Boden behalten müssen. Letztendlich muss uns klar sein, jedes Schaufelrad, was da rausgeholt wird, und jedes Zehntel Grad Erwärmung bedeutet Tote auf dieser Erde. Und das zuerst im globalen Süden, das zuerst bei armen Menschen, zuerst bei allen, die an den Rand unserer Gesellschaft gedrängt werden. Und das kann, glaube ich, wirklich niemand verantworten, oder? Und wir rasen nicht auf die Kipppunkte zu, Entschuldigung. Aber man muss ja sagen, im Ahrtal sind vergangenes Jahr 180 Menschen gestorben. Im vergangenen Sommer sind 20.000 Menschen in der Hitzewelle in ganz Europa gestorben. Also ist ja nicht so, wir rasen auf etwas zu, sondern wir sind mitten in der Klimakrise. Und genau, jede Schaufel dieses Radbaggers verschlimmert diese Krise, verschlimmert das Sterben. Ist ja nicht so, dass wir noch Zeit hätten und noch sagen könnten, so, ach, wir graben noch so ein bisschen. Nee, wir müssen jetzt aufhören. Herr Fleischhauer, wie wirken diese Proteste auf Sie? Haben Sie ja nun auch verfolgt. Also, Sie hätten gesagt, ich hätte was gegen die Proteste an sich. Also, ich finde es erstmal prima, wenn Leute ja für ihre politischen Ansinnen auf die Straße gehen oder in diesem Fall aufs Feld. Was mich ein bisschen fertig macht, muss ich natürlich zugeben, ist diese Mischung aus Melodram, Empörung und Kitsch. Das fängt ja schon mit Lützi muss bleiben an. Auch diese, sagen wir mal, Überhöhung des Ziels, also den Leuten versuchen einzureden, dass sich die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels in Lützerath entscheidet. Ich dachte immer, das entscheidet sich in Peking oder Neu-Delhi und Washington. Aber auf keinen Fall jetzt in so einem kleinen Weiler. Es ist im Ernst ein natürlich antikapitalistischer Protest. Das wird ja mehr oder weniger von euch auch gesagt. Also die Forderung, Braunkohleabbau sofort stoppen, heißt, dass wir jedenfalls als Industriegesellschaft morgen einpacken können. Weil die Alternativen, wie zum Beispiel Atomkraft, ja auch abgelehnt werden. Und Wind und Sonne sind auf längere Zeit noch nicht in der Lage, als Energiequelle das, was wir dann nicht mehr haben, zu subsumieren. Aber ganz kurz, lohnt es sich nicht auch gerade deswegen auf Lützerath zu schauen? Denn wenn wir das wieder ausblenden, dann machen wir ja sowieso alle so weiter wie bislang. Ja, es lohnt sich natürlich auf Lützerath zu schauen. Ich glaube nur nicht, dass, also sagen wir mal, dieses, also es ändert sich nichts daran, an unserem Klimaproblem, ob jetzt Lützerath abgebaggert wird oder nicht. So, und
Das stimmt so das nicht. Wir haben doch die Studienlage ist doch ganz klar. Wenn Lützerath abgebaggert wird und die Kohle darunter verstromt wird, dann reißt Deutschland seine Klimaziele, das Pariser Abkommen, die 1,5 Grad. Und an der Stelle ist es wirklich mehr als ein Symbol. Das muss man, glaube ich, noch mal klar so sagen. Sie sagen jetzt, okay, wir müssen über unseren Tellerrand schauen. Global wird emittiert, das stimmt. Aber historisch gesehen, und das wird schnell gerne ausgeblendet, historisch gesehen, seit Beginn der Industrialisierung ist Deutschland der viertgrößte Emittent. Und wenn Deutschland jetzt sagt, hey, wir müssen hier unseren Wirtschaftsstandort verteidigen, wir dürfen immer weiter ausbeuten und emittieren, dann ist das nichts anderes als eine koloniale Kontinuität. Ja, wir sprechen über die Proteste in Lützerath und bei uns in der Runde sitzt Dirk Weinsbach. Er ist der Polizeipräsident Aachens, der auch den Einsatz in Lützerath geleitet hat. Und das Spannende bei Ihnen ist ja, Sie engagieren sich seit den 80er Jahren für den Klimaschutz und sind auch Mitglied bei den Grünen. Mit was für Gefühlen waren Sie da vor Ort und haben diese Räumung geleitet? Ja, zunächst mal habe ich großes Verständnis vor den Sorgen, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel nicht erreichen. Und bin auch tatsächlich verzweifelt. 2015 in Paris wurde das vereinbart. Seither ist so wenig passiert. Wir als Generation müssen uns vorwerfen lassen, dass wir vielleicht auch ein bisschen mitverantwortlich sind für den Schlamassel jetzt, weil wir die Energiewende viel zu spät und eingeleitet haben, weil wir viel zu wenig Druck ausgeübt haben, dass schon viel früher die entsprechenden politischen Entscheidungen getroffen worden sind. Sehen Sie nicht so, Herr Fleischhauer? Ich war zum Beispiel nie gegen Atomkraft. Hätten wir Atomkraftwerke in Deutschland, hätten wir das CO2-Problem nicht. Jedenfalls nicht in dem Maße. Und ich glaube, das muss man wirklich noch mal sagen, was es heißt. End fossil fuels now, was jetzt nur Luisa Neubauer wieder so auf der Kappe trägt, was es heißen würde für uns. Das heißt, morgen stehen alle Bänder still in Deutschland. Es wird sehr kalt, es wird sehr dunkel in Deutschland. Notaufnahmen von Krankenhäusern werden betroffen, anderes mehr. Also jeder, der das mal lesen will, was das heißt, sollte sich mal so ein Buch über Blackout angucken. Das ist eine für mich Horrorvision. Und ich finde es erstaunlich, wie das sozusagen so durchrutscht. Ich finde es unverschämt, wie Sie jetzt von dem Thema Kohle Leuten so ein Bild vormalen, dass bei Ihnen der Strom ausgeht. Darum geht es doch nicht. Es ist doch erwiesen, dass wir gerade diesen Strom von der Braunkohle überhaupt nicht mehr brauchen, auch in der Energiekrise. Weil wir das Fracking-Gas aus Amerika beziehen, über LNG-Terminals, das so viel weniger CO2 emittiert. Habt ihr euch mal angeguckt, wie Fracking-Gas aus Pennsylvania aus der Erde kommt? Auf der anderen Seite kann man ja auch sagen, Herr Fleischhauer, Sie sind fast 40 Jahre älter als die Dame hier neben mir. Ja. Und man kann sagen, vielleicht haben Sie in der Zeit auch ordentlich Ressourcen verballert. Also hat man da nicht auch ein schlechtes Gewissen der Generation gegenüber, dass man nicht vielleicht schon viel eher auf erneuerbare Energien gekommen ist? Also ich habe eine Solaranlage auf dem Dach, ja. Also ich habe mein Lastenfahrrad vor der Haustür. Ich habe sozusagen den gesamten grünen Lifestyle. Ja. Ich habe auch eine Reihe von Kindern in die Welt gesetzt. Also die Jüngsten sind jetzt noch zu jung, um das mitzukriegen. Aber die Älteren sehen das übrigens natürlich auch mit Respekt, dass also Luisa Neubauer zum Beispiel in jeder Situation auch die Gelegenheit zum Selfie findet oder so mit Büchern zu posieren. Es ist natürlich auch ein Teil mit der Selbstinszenierung dabei. Lützerath ist ja auch deswegen so wichtig. Sie sagen Atomkraft und Sie sagen Blackout, aber und Sie sagen auch Energiewende. Und warum ist sie nicht passiert? 2002 war Deutschland mal führend in der Energiewende. Die ganze Welt hat auf uns geguckt. Und dann hat ein Konzern wie RWE, und deswegen ist ja Lützerath gerade so spannend, RWE hat sehr aktiv darauf hingearbeitet, diese Energiewende abzuwürgen, weil sie ihre fossilen Profite in Gefahr gesehen haben. Und deswegen, wenn Sie so ganzen Nebelkerzen zünden wie gerade. Darum geht es doch gar nicht. Es geht nicht um Atomkraft. Also wir haben unter anderem deswegen keine Energie hinbekommen, weil wir den Strom von den Windrädern aus dem Norden nicht im Süden bekommen. Und warum nicht? Weil die ganzen Naturverbände, die übrigens bei den Grünen organisiert sind, bei jedem, das wissen Sie ganz genau, bei jedem Kilometer Leitung, der gebaut werden sollte, erstmal alles in Grund und Boden geklagt haben. Bayern ist einfach voll mit Umweltschützern, die diese Abstandregeln machen. Söder ist ein großer Umweltschützer. Und deswegen haben wir diese merkwürdigen Abstandregeln in Bayern. Ja? Herr Weinsdorf, wenn Sie das jetzt genau... einfach so, dass über lange Zeit das Thema einfach nicht so im Bewusstsein war. Und da muss ich einfach anerkennend sagen, Klimaschützer, die demonstrieren, bringen das ins Bewusstsein. Und dann ist es unsere Aufgabe als Polizei, auch das zu schützen, zu ermöglichen. Weil offenbar war zu wenig Druck da. Und ich wiederhole es, deswegen stecken wir in dem Schlamassel, in dem wir jetzt stehen, in dem wir drei Blöcke im rheinischen Braunkohlekraftgebiet zusätzlich laufen lassen müssen, weil wir nicht die Reserven haben durch andere erneuerbare Energien. Da sind Versäumnisse der Vergangenheit und da hat die Bewegung uns darauf hingewiesen. Sie brauchte dafür Platz und den haben wir als Polizei immer geschützt. Was ich jetzt bedauere, dass sich
da Gewalt im Spiel war, dass es zu einem Durchbruchversuch kam. Jetzt wird nur noch über Gewalt und diesen Durchbruchversuch geredet und nicht mehr über die inhaltlichen Argumente, die dort artikuliert worden sind. Ja, das finde ich schade. Aber nochmal zarter Hinweis, das, was hier gefordert wird, ist bei keiner Wahl in Deutschland mehrheitsfähig. Also wenn ihr damit vor den Wahlbürger tretet, also Kapitalismus abschaffen morgen, das ist ja letztlich die Forderung, 2-3% der Deutschen sind dabei. Mehr aber nicht. Energiewende heißt ja nicht Kapitalismus abschaffen. Aber das ist die Forderung hier in Lützerath gewesen. Die Forderung ist, dass wir aufhören, unseren Planeten zu zerstören, jetzt. Und welche Methoden, welche Maßnahmen das braucht, das muss die Politik entscheiden. Aber wir stellen uns erstmal hin, wir stellen uns dann auch mit unseren Körpern an diese Grenze und sagen so, das muss jetzt aufhören. Sie sagen Kapitalismus, für mich ist das ein relativ leeres Wort, muss ich zugeben. Das ist vielleicht auch aus Ihrer Generation, wo mit solchen ideologischen Begriffen um sich geworfen wurde. Wir sind sehr pragmatisch. Wir sagen Energiewende, wir sagen vielleicht auch ein bisschen weniger Fleisch, wir sagen eine andere Landwirtschaft und. Was dann wächst, ist mir doch total schnurzpieps. Aber wir wollen einen lebensfähigen Planeten behalten. Aber warum gefährden Sie dann sich und andere mit Ihren Protestformen? Warum gefährden Sie uns mit der Polizei, wenn wir einfach versuchen, unsere Leben zu schützen? Gut, okay, ich möchte aber einmal ein bisschen in die Zukunft blicken. Wie sollen denn die Proteste in Zukunft aussehen? Bei der Demonstration war kein einziger Polizeibeamter bei der Demonstration selbst. Erst wie es zu Durchbruchversuchen in Richtung Lützerath gekommen ist, sind Sie auf Polizei gestoßen. Wenn Sie Bilder sehen, die ganze friedliche Demonstration war ohne jegliche Polizei, weil wir eben gewährleisten wollen, dass niemand sich provoziert fühlt. Aber sehen Sie das nicht selber? Anders funktioniert das nicht. Sie waren doch dabei. Sie haben doch den im Nachhinein, als der sich als illegal entpuppt hatte, der Einsatz im Hambacher Wald, haben Sie doch auch geleitet, wo doch klar geworden ist, okay, wir haben alles gemacht. Wir haben Petitionen gestartet, wir haben friedliche Demonstrationen gemacht, wir haben alle Leute zusammengerufen, wir haben irgendwie Lobbyismus betrieben. Und am Ende reicht nichts, außer unseren Körpern in den Weg der Zerstörung zu stellen. Und das haben wir gemacht. Und das haben auch am Wochenende Tausende von Menschen gezeigt, dass sie bereit sind, das zu tun. Weil selbst wenn Sie sagen, dass es wichtig ist, dass Klimaschutz ins Bewusstsein kommt, Bewusstsein bringt uns an der Stelle leider sehr wenig. Was uns was bringt, ist, wenn die Kohle im Boden bleibt. Aber der Hambacher Wald steht noch und das haben Gerichte entschieden. Es tut mir leid, wir müssen leider raus. Ich bin erstmal froh, dass beide Parteien hier sind und kann einfach nur hoffen, dass wir vielleicht nach der Sendung uns nochmal zusammentun und dass es da vielleicht mit der Diskussion friedlich weitergeht. Vielen Dank, dass Sie heute Abend alle hier waren. Dankeschön. Danke auch.